Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Mastertum mit Linkerzeugung gegen Alles verzehrender, giftiger Drache. da macht der Drache Nom Nom. Ja, scheint wohl richtig Hunger zu haben. Unersättlich, wie man so schön sagt. Ja, so schaut das aus. Ja gut, ich hätte lieber was anderes, aber Was anderes? ja, dann machen wir es so. Eine Hauptpraktik. Praktik. Praktisch. Praktikabel. Mit den Rackwurz. Rackwurz schmeißt mir eine zweite Tyrantis von der Hand ab und dann. Ob die Lilien gucken war. Kommt erstmal die Ultra-Polymisation. Autsch. Dagegen kann so gut wie keiner was machen. Karte, die ich der Hand hinzufügen möchte. Julius, schick das mal weg. Und der holt mir den. Aktiviert eine weitere Karte. Das holt mir dann. Und da gebe ich ab. Dann. Ja, der ist aber doof, weil die den ja dingetzen kann. Ha. Sein das Universum. Ja. Das brauche ich nicht. Ich habe meine Greenhouse. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie oft du den auf Friedhof hast, aber egal, rein mit dem Deck. Mit denen. Was? Venus? Mein Rackwurzskorpion! Nein!
Den will ich doch im nächsten Zug rufen. Vom Deck. Ach so. Ja, keine Ahnung. Ist ja alles irgendwie so eine Sache. Ach, macht nichts draus. Wie schicken? Dann schicken wir mal eine Schlauchpflanze auf den Friedhof. Hallo. Ja, du bist gemutet. Oder willst du gemutet sein? Hi. Lasst euch nicht stören. Ich bin immer gemutet. Vorsichtshalber. Vorsichtshalber? Ja. Ja. Ich bin in letzter Zeit in ein paar Watchalongs gewesen. Also vorsichtshalber bin ich standardmäßig gemutet. Ich erhöhe dich mal. Ja. Ich habe gerade einen sehr komplexen Zug, von daher muss ich gut überlegen. Spielt ihr mit seinen raubenden Pflanzen? Mhm. Er gibt Bescheid, falls bei mir Hintergrundgeräusche durchkommen. Nee, höre ich jetzt nichts. Okay. Und als Spezialbeschwörung hole ich. Spezialbeschwörung. Ah ja, der da. Genau. Ein Haufen Feld, einer in der Scale. Ach so, funktioniert das. Zack, zack. Und zack. Bang. Ah, jetzt sind ja alle Stufe 1. Ja, könnte ich jetzt theoretisch für eine aufgegebene Seele oder ein Link-Kuribo weglinken, aber mache ich jetzt mal nicht. Ha. Glaub nicht, dass das Not tut. Ha. Super Poly. Du hast immer nur Finsternis, oder? Ich glaube nicht, dass du mein Monster targeten kannst. Nee, ich habe auch das einzige wirkliche Super Poly-Target ist hier der Drachenostopelia. Aber wie gesagt, er braucht halt entweder Finsternis oder ein Fusionsmonster. Ja, das ist nicht gegeben. Das ist ein Lichtmonster. Ich bin mir eh nicht sicher. Also eigentlich glaube ich schon, dass du es benutzen darfst, aber ist es ja irgendwie weird, weil eigentlich siehst du es, darfst es ja nicht sehen. Das ist irgendwie sehr weird. Ich würde das im Real Life funktionieren, dass man einfach fragen muss quasi, ob das für das Monster geht oder so. Ich weiß nicht, entweder klappt es oder es klappt halt nicht, ne? Wenn man Matschdrache hat und hier den anderen, diesen zweiköpfigen Vogel, ist ja quasi universal einsetzbar. So, wenn du jetzt nichts hast, könnte es schwierig für dich werden. Er ist 6900. Ich hab vergessen, dass die Zauber gerade ja eine Bedingung hat. Naja. Wie viel Duell seid ihr? Von der Runde jetzt? Also gerade haben wir das erste fertig gemacht und jetzt kommt das zweite. Soll ich meinen Screen teilen? Nö. Ja.
fangen wir einfach mal mit dem Frosch an. Wenn er aufs Board geht. Spiel? Den, ja. Der Frosch. Dann starten wir mal mit der Raubpraktik. Ah ja. Oder den Rackwurz-Skorpion. Und füge meine Hand in Biblisp. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. Mit dem du ja gleich wieder abwerfen kannst. Ja, das ist dein einziger Sinn und Zweck im Leben. Suchen wir mal noch mehr. Okay, da kommen die beiden Pendel Scales. Aktivieren wir mal seinen Effekt. Zum Fusionieren. Der sucht mir wieder was. Ab dieses Mal hole ich mir Raupar-Fusion. Ja, damit du einfach beim Angreifen fusionieren kannst. Genau. Der Ruf der Gejagten für Raubpflanzen. Aber als Zauberkarte. Dann wie gehe ich jetzt nächstes vor? Ich würde gerne... Wie mache ich das am besten? Machen wir es so. Nehmen wir ihn und ihn. Oh, ach, das stimmt, man kann ja die Scales benutzen. Für hohe Gefusion. Marke, da eine Marke, da eine Marke. Ah ja. Der kommt mir wieder auf die Hand. Ja, diese Monster-Friedos-Effekte sind auch immer... Ja, jetzt werden sie einfach zwei Pendel-Effekte haben. Yep. Dann aktiviere ich Ambulus. Der Frosch geht auf den Friedhof und ja, dafür kriege ich... Kann er sich nicht verteidigen gegen? Der Kragensonntau. Dann hole ich Biblis nochmal aus dem Friedhof zurück. Wäre Kragensonntau. So, und jetzt gehen wir in die Battle-Phase. Ja, da liegt einiges. 1000, 2800. 5800. Ich muss ja gar nochmal fusionieren. Ich hätte nochmal fusionieren können, ja. Den ganz großen. Der 3.
Aber du hast doch da hier deine Feuerlaterne, damit sollst du die Pflanzen noch abwehren können. Ja, sure. Das. Leuchtfeuer, genau, so heißt es auf Deutsch. Das Leuchtfeuer. Ja. Okay, legen wir mal den dahin. Und legen wir mal das dahin. Und machen ein Face. Mein Problem ist jetzt, ich habe jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Oh, nicht? Aber ich sollte was damit machen können. Polymisation. Gute alte Poli. Ambolos und Bilplitz suchen mir beide wieder was. Dann. Ja, der aktiviert sich auch. Der ist ja egal, ob er in Friedhof oder aufs Extra-Deck geht. Ja, ich hätte ihn aber lieber im Extra-Deck gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber das hättest du auch nicht machen können, oder? Weil du musst, glaube ich, beide in der Scale haben, damit du die Scale nutzen kannst, oder? Ja, wenn die in der Scale sind, dann gehen die auf das Extra-Deck. Hast du auch. Ah, ne, hätte es sogar gereicht, wenn sie alleine drin liegt, sobald ich das löse. Ah, ja. So. Hättest du es noch einlegen müssen. Und die Raubpraktik, genau. Ach ja. Dein Monster muss auf dem Feld auflegen. Okay, dann geht das so nicht. Raupa-Fusion und dann beschwören wir mal die Schlauchpflanze, bieten die direkt als Tribut an, damit ich wieder was searchen kann. Ja, so schaut's aus. Am laufenden Band wird gesucht. Der in die Scale. Genau, aber erstmal aktiviere ich die Ultra-Polymisation. Dann. Chimera Felesia. Aktivieren wir das hier schon mal. Gut, dann ja, dann versuchen wir noch mit dem. Aber noch nicht genug fusioniert, ne? Ja. Ich frage mich, wie das dann das technisch gesehen geht, dass er die fusioniert. Naja. Sind die Monster einfach eigene Polis? Ich frage mich, wie ich das im Anime dargestellt hat. Ich weiß nicht, warum Pflanzen da so eine Rolle hat.
Das und das. Den holen wir uns auch wieder. Da ist die Battlephase. Angriff. Rackwurz greift an. Ambulus greift an und dann reicht es auch mit. Ja, das reicht wieder. Rifo Veritum, oder wie der heißt. Ja. Der hat so unfassbar komplexe Namen. Komplexe Pflanzen. Ah, gut. Wir werden nicht vergessen und ciao. Ciao.